Hallo, ich bin Nick Asberg und ich bin Make-up-Artist. Heute zeige ich euch, wie man richtig konturiert. Oh ja, es gibt sehr viele Fehler, die man machen kann. Die Fehler zeigen wir auf dieser Seite. Auf der Seite das perfekte Contouring, also für schmaler, schöner, jünger Hollywood-Aussehen. So, wir starten mit dem, was wir alle wollen. Wir wollen ein schmaleres Gesicht. Die meisten machen den Fehler, die setzen hier an und ziehen das irgendwie nach vorne, weil sie denken, naja, das wird schon werden, ja? Was habt ihr davon? Ihr seht aus, als hättet ihr einen Fleck im Gesicht. Ist nicht schön. Weiter geht's im Contouring. Das Ziel beim Contouring ist, dass eigentlich die Augen richtig rauspoppen. Das heißt, wenn wir einen höheren Haaransatz haben, wollen wir den ein bisschen runterholen, dass die Augen im Fokus sind. Darum macht man auch die Nase im Contouring schmäler, dass die Augen mehr rausknallen. Ganz, ganz wichtiger Tipp beim Doppelkinn wegmachen. Nie über die Kinn-Kieferlinie arbeiten. Das machen auch sehr viele. Es sieht fleckig aus. Es sieht aus, als hätte man ein Make-up, was überhaupt nicht zu einem passt. Also diese Seite ist falsch. Jetzt gehen wir auf die andere Seite. Da zeige ich euch, wie das richtig geht. Euer bester Freund wird eine sogenannte Fanbrush. Bitte erstmal mit einem schmaleren Pinsel arbeiten. Wenn ihr die Wangen einzieht wie ein Fisch, ergibt sich hier eine Delle, eine Kuhle, die ihr zu einer Linie verbinden könnt. Alles unterhalb der Wange interessiert uns nicht. Wir arbeiten von hier in der Delle entlang. Ich zeige euch das extra so, dass ihr mal seht, nur das interessiert uns, nur dieser Teil. Jetzt ist es wichtig, mit einer Fanbrush das von unten nach oben zu verblenden, okay? Und dann geht ihr mit der normalen Brush drüber und seht, wir haben hier wie einen Wangenknochen hinein modelliert. Das darf ganz, ganz zart sein. Es darf immer Richtung Ohr und Richtung Schläfe gezogen werden. Man sieht jetzt schon den Unterschied. Es sieht aus wie ein Schatten, den der liebe Gott gesetzt hat und das ist wichtig. Bei der Nase genau das gleiche Spiel. Bitte nur neben dem Nasenknochen schattieren, ganz, ganz zart und die Spitze ein wenig. Und bei der Stirn schmal anfangen zur Stirn, breiter werden runter zur Schläfe. Guckt euch das an, hier in dem Bereich, da in dem Bereich. Und das ist wunderbar. Mit der Fanbrush nochmal richtig schön verblenden, verteilen, dass es ganz natürlich aussieht. Contouring sollte nie aussehen wie ein Strich im Gesicht. Contouring sollte immer aussehen wie ein perfekter Schatten. Und genau das tun wir. Wenn ihr Kinn-Kieferlinie habt, die ein bisschen aus der Fasson geraten ist, überhaupt kein Problem. Sucht euch den Knochen und arbeitet unter diesem Knochen. Immer von innen nach außen und nie zu hoch. Das genau macht den Unterschied. Und so geht das perfekte Contouring. Viel Spaß beim Nachmachen. Macht's richtig, nicht falsch, okay? Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, mehr Make-up-Tipps, mehr Unterhaltung haben wollt, mehr Dagmar sehen wollt, schreibt's in die Kommentare. Liked es. Und abonniert den Kanal. Bis bald. Here Shopping entertains.